Ich schätze, ich muss wieder zurück. Ah. Oder auch nicht. Fuck yeah. Voller Shotgun. Ich weiß nicht mal, wo du hin musst jetzt gerade. Wenn ich es wüsste, wäre ich schon dort. Naja, vielleicht auch nicht. Die Tür geht nicht mehr auf. Ja, super. Tja, da musstest du wohl hier hin. Wie wär's, wenn du ein Bier zischt? Ja, wozu? Ich muss gerade nicht in den Winzen. Da kommst du nicht rauf, nach links. Ja, ich schätze, ich muss hier irgendwo. Nicht da runter. Was? Warte. Ich muss da schon irgendwie rauf, denke ich. Ich muss irgendwie gehen. Nein, du musst eben nicht rauf. Da kommt so ein Ding raus, ich weiß es. Da kommt dieser Türöffnerball raus. Oder muss ich jetzt mit diesem Octabrain? Nee, du musst irgendwie diesen Türöffnerball bekommen. Oder ich muss einfach hier so ein Auge wieder tippen. Da ist kein Auge. Schade. Lauf wir mal ohne den 80 drum. Dann findest du schon, was du tun musst. Ich weiß, was du tun musst. Ich weiß, da oben, links oben, da, auf das musst du schießen, dann fällt's runter. Oder... Mit Rocket Launcher. Ja, wow. Du verkackst voll. Der Duke schmeißt aber auch mal genial. Ja, schießt doch einfach mit dem Ripper drauf, oder so. Hands. Are you fucking serious? Das ist eine Glasscheibe. Warte, du musst da hinten reinwerfen. Ja. Rechts. Siehst du da? Da. Nee, ich muss dahin werfen. Oh Mann. Wie kommt man auf so eine Scheiße? Alter. Gearbox. Ihr Arschlöcher. Deswegen Gearcox, mein Freund. Lass mal laufen. Er geht von selbst ins Loch. Hoffentlich. Jetzt kommen übrigens gleich alle Octabrains raus, gell? Ja, weil die schon dagegen hauen. Zähl mal, wie viele es sind. Und nein, frag die Zuschauer, wie viele es sind. Wie viele Octabrains sieht. Okay. Alter, ist das Ding hässlich. Oh, cool. Ich muss das noch weiter mitnehmen. Ja. Ist ja schwul. Ich höre, wenn es jetzt in die Schlucht fällt, ich würde lachen. Kann es vermutlich nicht. Aber. Wenn ich würde bei dem Spiel gar nichts wundern, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich ein Spiel machen würde, dass der Ball in die Schlucht kann, du kannst dann nicht mehr weiter, musst dann neu starten. Ja, ich weiß, du bist schon so ein Arschloch. Ja, ich bin halt so ein Dark Souls. Weil seit ich jetzt halt Dark Souls spiele, würde ich die Spiele genau machen wie Dark Souls. Brett hart. Sag noch mal einer, ich wäre ein schlechter Schütze, die Shotgun. Brett hart und ohne Gnade. Brett the Hitman hart. So wie ich im Bett. Warum hat Iron Maiden keine Schwester? Diese Frage stelle ich mir in meinem neuesten Video von Halo. Guckt es euch an. Sehr interessant. Jeden Freitag auf CNN. Nein, sondern auf Superscroll Gaming, ne? Auf SSG. Doch? Ja. Ich meine mal im Ernst, was ist bitte CNN? Das kennt doch keine Sau. Der gibt mir doch SSG. Google ist einfach. Aber Leute, Google, was haben wir mitbekommen? Google verkauft seine Daten an die NSA. Also schon weiter unsere Videos an, damit ich auch weiter an Google Daten gehe. Ja, so ist das. Ich glaube, Google weiß mehr über mich als Iron Maiden es tut. Oh, das wird schwierig. Warum? Na, wobei, ich weiß ja nicht, was stellst du alles ins Netz? Nichts, aber Google ist Google, Digga. Die hören doch unsere Mikrofone eh die ganze Zeit ab. Ich bin gerade. Doch, bestimmt, ich bin im Internet. Siehst du? Deswegen stecke ich mein. LOL! Was sag ich? So ein Scheiß. Deswegen, by the way, habe ich, Das war perfekt, das Timing, Duke. Absolut perfekt, Mann. Hätte man nicht besser machen können. Du musst nach rechts runterspringen. Nein, lieber nicht. Du musst nach da oben in die Tür. Links. Kann ich da hochklettern oder so? Nein, da musst du rechts runter. Oder ich geh mal hier drauf. Das war nicht so fest, mit diesem Was gab's da? What the fuck war das gerade? Hab ich hier wieder irgendein scheiß Octabrain was auf mich geschossen, oder? Nee, Mann. Es war nichts mit diesem Schalterschieberätsel, mit diesem Laser. Was war das denn für ein Spiel? Hä? Schalterschieberätsel? Warte, nein, man musste das am Boden drehen. Und dann Sachen am Boden rumschieben. Nein. Um eine Feuerspur zu erzeugen, das war Dragon Age Origins. Nein, das waren so Kreise.
die man drehen muss. Man muss in die richtige Reihenfolge bringen, verschiedene Symbole und dann dementsprechend den Strom ein- oder ausschalten oder sowas. Slatter-Teddy. Der Impregnator. Also die Viecher heißen wirklich Impregnators, gell? Ernsthaft? Ja. Das ist ekelhaft. Ja, wer ist, wenn du sie mal anguckst, guck dir das Design von ihnen an, dann nicht von denen da. Das ist Mini-Octa-Brain. Und machen auch genauso viel Damage. Wie wär's, wenn du die alte wieder slappst, weil, Fresh Hardware. Ja, leider recht, die nicht enden. Wo ist die alte? Recht. Oh nein. Ja. Ich glaube, die war mal. Das ist mein Handy klappt. Klingelt schon wieder. Ah. Warte. Ich werde kurz den Raum verlassen und reingehen. Ja, alles klar. Was? Was? Wo? Oh. Hm, natürlich. Von hinten! Jetzt verstehe ich erst recht, warum die Dinger Impregnator heißen. Dinger halt, hängen an Gewicht an. Die Weiber hängen alle an riesigen Penissen fest, wenn im Ernst. Wegen hier pubertärer Humor, ja. Ist gegeben. Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Yep, das war auf jeden Fall super jetzt. Komm, will noch einer versuchen, mich zu schwängern? Sollte nicht hinhauen, weil es nicht heißt, aber trotzdem. Oh, der Quater wieder. Den Pregnator hat versucht, mich zu schwängern. Ja, der Quater ist Pregnator. Was? Weiß ich nicht. Ja, der Quater, den kennt ihr aus diesem Video, was jetzt was? Den Quater kennt ihr aus diesem Video, was jetzt eingeblendet wird. Diese scheiß Octa-Brains. Oder? Die Iron Maiden. Denk meine. Du blendest ja jetzt dieses Video ein vom Quater. Wo man Quater kennt. Oder? Einfach nur die Begrüßung blendet ihr jetzt ein. Hallo Freunde, Soul Reaper hier. Iron Man ebenfalls. Brandy hier. Quater. Oh, das war MLG-Style, Mann. So. Stirbt. Ja, diese Titten haben eindeutig Implantate drin. Sie sind wirklich nicht mehr menschlich. Alter, wie kommen da Treppen rein? Das ist der Duke Dome. Irgendwie echt hä? Hier waren mal, das war mal ein Gebäude. Ach so. Oh. Also ja. Aber das ist irgendwie echt entartet. Und es ist wieder mal Ladezeit. Queen, Ladezeit, bitch! Ladezeit. Shoot red barrels and propane tanks to blow up your enemies. Ladezeit. Springt die mal von einem Dach. Macht es unten einen Riesenkrach. Oh yeah! Es sollen ist wir deine Mom. Sollen wir jetzt eigentlich eine Pause reinhauen? Wie spät haben wir es? So spät haben wir es. Und wir müssen erst um 3:15 da sein. 9:15. Alles klar. Das heißt, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Ja. Also das heißt, wir sollten vielleicht doch jetzt dann aufhören. Ja, den Boss töten wir noch und dann Freunde. Der Boss dauert länger als du glaubst. Ist mir egal. Ja, wie lange kann er denn maximal brauchen? 20 Minuten. Ja. Ja und geht doch noch. Dann haben wir 32 und dann können wir losfahren. Wenn der Brandy erst um 40 Job aus hat. Ah ja, genau. Der Brandy, sie nennen ihn noch Harry Potter. Inzwischen. Ernsthaft? Er meint zu mir, wenn ich in seine Arbeit komme, soll ich einfach mal fragen nach ihm, ja? Und wenn sie nicht wissen, vom Namen ist einfach sagen der Harry Potter. Dann wissen sie schon eindeutig, wer gemeint ist. Ja, also in diesem Sinne, Shoutout zu Harry Potter. Ja, mit der Blitznarbe. Und der runden Brille. Ja. Ey, hast du gestern den Typen bei Maggie gesehen, der für uns gearbeitet hat? Der hatte doch die übelst dicke Brille, Digga. Ja, Mann. Der hatte doch so Gläser, weißt du? So. Explosive, Sir. Nee, was ich da sagen wollte, Leute, das ist ernsthaft, das meine ich ernsthaft, ja? Da wollte ich mein erstes Wörtchen mit euch reden. Verarscht keine Maggie-Mitarbeiter. Nicht, dass ich oder Iron Maiden bei Maggie arbeiten würden, aber
verarscht keine Matty Maggie Mitarbeiter, weil die machen euch Essen. Die könnten euch jetzt Essen spucken. Ja, außerdem, die machen auch nur einen Job. Und deswegen, ja. Ich meine, ihr scheißt doch nicht den Typen in der Waschanlage an, der euer Auto putzt, nur weil er als Knecht in der Waschanlage arbeitet. Sondern nein, ihr gebt ihm 2 Euro extra, damit er gescheit sauber macht. Vor allen Dingen Felgen. Ja. Und so, ja. Damit euer guter Knecht bleibt. Aber es ist halt ganz wichtig, Respekt zu haben vor diesem Menschen, weil, naja, man muss tun, was man tun muss. Und zum Beispiel auch Iron Maiden weiß das, ja. Ihm ist sehr viel negative Energie entgegengeschlagen worden, als er früher in diversen Erotikfilmen mitgespielt hat. Ja, er war immer dieser Typ mit diesem Pferdeschwanz. Ja. Am Ende hat man es dann als Sodomie vermarktet, leider, muss man sagen, ja. Und die wurden dann aus dem Handel genommen, ne? Iron Maiden. Ja. Oder? Leider. Aber da kann er ja nichts dafür. Eine echte Schande. Guck mal, wie man diese Green machen muss. Das ist. Titshot. Warum suchst du dich und schießt nicht einfach? Die geht doch gut ab. Die braucht doch nicht 20 Minuten. Tut dir doch nichts. Ja, wenn sie keine Minions hätte. Die hat keine Minions. Was war das? Ja, wenn du nicht werfen kannst, ist natürlich dann da 20 Minuten. Das ist der Duke, nicht ich. Ach, fuck, jetzt kann ich das Ding nicht hochjagen wegen dem Scheiß. Das sind deine Skills. Und es sind ihre Impregnator. Tja. Die sie gerade offenbar selber platt macht. Ach, die Dinger haben dich mit Milch zugespuckt. Die Dinger haben dich... keine Milch. Oder sonst irgendeine Flüssigkeit. Ja, stimmt. Es ist widerlich. Also, oder sonst irgendeine Flüssigkeit. Ja, stimmt. Die Reaktion gerade. Ja, sorry. Ja. Mal im Ernst, wenn du das nicht widerlich findest, bist du abnormal. Ja, hab ich doch vorher gesagt, das ist eh... Ah, jetzt fickt euch doch! Nicht mich, euch! Problem ist, du konntest jetzt gerade wieder nicht zu. Ja, weil die dauernd ihre scheiß Impregnators auf mich loslässt. Dein Wurf-Skills. Jo. Zieht einfach voll die ganze Zeit ab. Du hast halt, damit kannst du ihr halt Damage machen, aber ansonsten ist es halt wie, wenn ich bei Welt komme, einfach nur auf den Boss drauf haue. Der kriegt einfach gar keinen Damage auf meine Scheiße. Ich überleg mir, wenn wir... Ja, wir haben uns überlegt, dass wir den Let's Play Together anfangen mit Brandy LP und Weed Smoker LP natürlich auch, ne? Aber müssen wir uns nochmal genau drüber unterhalten. Genauso wie über, ich weiß nicht, soll ich das schon ankündigen, das Projekt von Brandy? Nicht, wenn es nichts bestätigt ist. Es ist eigentlich ein Projekt im Moment, aber ja, dann zum gegebenen Zeitpunkt werde ich noch was anderes ankündigen. Iron Maiden legt es mal. Ich muss mich gerade aufgeweckt. Ja, dann mal. Ja, was ist denn los? Hä, was ist das Ding eigentlich? Aber mal, das Ding ist ja gerade ungedeckt. Warum sind überhaupt noch Möglichkeiten dran zu werfen? Ich dachte mir auch gerade, wenn du es jetzt gleich legst. So 20 Minuten dauert der Boss jetzt gerade nicht. Ich dachte, das ist der schlimmste Fall. Ich finde nicht, dass du das immer tust. Alter. Alter. Octa Brains. Oder Bier. Du bist drauf. Du hast noch Bier. Trink ein Bier. Stimmt, Mann. Gute Entscheidung, Mann. Ja. Pädagogisch äußerst wertvoll. Beer drinking makes you tougher. Du musst Haftbomben werfen. Du hast kein Ding mehr. Ist doch kein, Da piss. Ja toll, der zieht sich die Scheiße an, ja voll. Die fliegen die Scheiße. Hol die neue Ammo. Da hinten müsste es dann neue Ammo geben. Ja. Titshot! Titshot! Sie geht nur auf Felsshotdown. Ey, wenn die bitterbösen Ticker bösen Ticker bösen kommen. Bang, bang. Und dieses Ding wird jetzt gleich liegen, Alter, sie ist down. Sie ist down! Box oh, hier. Fuck! Box yeah, hier gegen die Nippel! Was macht der jetzt eigentlich? Lässt sich ein Blasen, so sieht's aus. Reißt es erstmal. Aha. Ein bisschen ungefährlich. Und pädagogisch absolut wertvoll. Das Ding explodiert also, wenn es sich in die Zunge beißt, dann explodiert sein Kopf. That is the way.
Aber normalerweise Duke niemals. Kann ich das Ding da noch runterschießen? Ah ja. Ja. Anscheinend nicht. Nein, aber anscheinend wird es von selber runtergeschossen. Flop Twist. Hold on, Duke, we'll be right there. Duke ist normalerweise nie ohnmächtig. Oder? Wenn der Duke ohnmächtig wird, ist es nicht mehr der Duke. Das ist der Dick dann. Dick Nickem. Alter, Duke Nukem. Oh mein Gott. Duke, you're covered in blood. Is it your own blood? Oh, Jesus, I'm just an engineer. Medic, medic! Oh, don't worry, I'll take care of you. Let's see here. Wrench, landmine, detonator. Where's the goddamn medic? Duke! Duke! Der Duke wird ohnmächtig? Ich glaub's ja nicht. Ja. Egal, also jetzt. Ja, dann, wenn du Bier trinkst und dann so. Duke Nukem's Titty City, you can execute frozen enemies. Ist es nicht schon wieder das mit das dem. Das ist sein Traum. Ach ja. Dann musst du ein Dildo, Popcorn und irgendwas anderes noch finden. Für die Lady. Wie dem auch sei, Titty City seht ihr im nächsten Video. Titty City. Und damit Soul Reaper. Und Iron Maiden, sorry. Von Super Squad Gaming, dem besten Gaming-YouTube-Kanal, den es gibt. Ja. Das wisst ihr. PewDiePie ain't got nothing on us. Sagen wir auf Wiedersehen. Wiederschauen. Rein der Hals.